Werter Herr Heinemann, Sie verweisen darauf, dass zum ersten Mal seit 6 Jahren die Preise angehoben worden sind, die Eintrittspreise wegen gestiegener Betriebskosten. Aber warum sind sie gerade an dieser Stelle angehoben worden? Ich habe genannt, wie viele Besucherinnen und Besucher es betrifft. Und ob die tatsächlich auch weiterkommen, bleibt ja die Frage, weil für Menschen mit geringem Einkommen sind 3 Euro mehr eine Menge Geld, die sie da auf den Tisch legen müssen. Und warum gerade ist nur für diese Gruppe der Menschen oder sind nur für diese Gruppe die Preise angehoben worden, wenn es denn so wichtig ist, dass es mehr und höhere Einnahmen gibt? Und vor allem erziele ich doch nicht höhere Einnahmen, nur indem ich die Preise erhöhe, sondern indem ich bessere Angebote mache. Und da will ich noch mal auf das Ziel- und Entwicklungskonzept des Tierparks zu sprechen kommen. Wir haben darüber immer und immer wieder diskutiert. Und Sie haben viele Zusagen gemacht zur Umsetzung dieses Ziel- und Entwicklungskonzepts. Aber außer heiße Luft ist da bis heute auch nichts gekommen. Vielen Dank, Frau Dr. Schmidt. Möchten Sie replizieren, bitte? Frau Dr. Schmidt, Sie müssen einfach sehen, dass jetzt ein neues Preissystem eingeführt worden ist, dass teilweise die Preise erhöht worden sind, was auch aufgrund der gestiegenen Kosten völlig in Ordnung ist, aber gerade Familien eben durch auch, sage ich mal, preiswertere Angebote profitieren. Wenn man schon 3-mal im Jahr in den Zoo geht, hat man da schon etwas gespart. Und jetzt noch zu Ihrer heißen Luft am Schluss. Ja, was Sie nicht geschafft haben, haben wir jetzt zusammen in dieser Koalition auf den Weg gebracht, nämlich endlich nach dem Entwicklungskonzept von Herrn Knirrim die ersten Schritte auf den Weg gebracht. Wir haben im Landeshaushalt für die nächsten 4 Jahre 18 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Derzeit wird am Bärenfenster gebaut, es wird ein neuer Spielplatz entstehen. Die Freilichtbühne wird wieder hergerichtet, dort werden Flugshows entstehen und das sind alles Maßnahmen, die weiter zur Attraktivität beitragen werden. Und dass Sie sagen, bisher ist gar nichts im Tierpark passiert, das stimmt auch nicht. Herr Knirrim hat da zum Beispiel eine neue Bahn angeschafft, es gibt eine neue Beschilderung und man merkt auch sonst einfach im Tierpark und im Zoo, dass, sage ich mal, durch unseren neuen Zoodirektor da auch ein ganz anderer Schwung drin ist. Das ist ja heute auch die erste Debatte, seit er im Amt ist und er ist in der Stadt präsent. Er kämpft dafür, hat zusammen mit den Mitarbeitern für Zoo und Tierpark Entwicklungspläne aufgestellt und wir fangen an, diese auch finanziell zu hinterlegen. Und deswegen kommen Sie hier mit der heißen Luft und wir handeln. Ja, den wünsche ich Ihnen auch und am besten gehen Sie in den Zoo. Vielen Dank, Herr Heinemann.